So, hallo, was haltet ihr davon, wenn wir heute wieder auf Anhieb einfach den ersten Buchstaben treffen? Ich fände das super. Ade. Okay, ja, okay, fünf Guesses ist auch okay. So, wir haben ein neues, und deswegen läuft auch noch keine Musik im Hintergrund, wir haben ein neues Wordle-Variante, und zwar Hördel mit Musik. Ich weiß noch nicht ganz, ob mir das jetzt das YouTube-Video dadurch weggehieten wird, aber das werden wir sehen. Listen to the intro, then find the correct artist and title in the list. Skipped or incorrect attempts unlock more of the intro. Answer in as few tries as possible and share your score. Ja, das Sharen tun wir nicht, aber ja. Also, wir haben hier scheinbar eben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Guesses. Da unten ist dann Musik von 0 bis 0,16 scheinbar am Anfang. Und wenn man halt nicht weiterkommt, dann Skip oder ja, wie auch immer. Turn up the volume, ja. Also ich hoffe jetzt mal, dass es kein Copyright-Lied ist und ich dann hier, ne? Wir gucken mal, was passiert. Wir gucken mal, was passiert. Ich drücke mal vorsichtig drauf und wir schauen mal, ob es uns jetzt gleich die Ohren wegpfeift oder sonst. Ich weiß ja nicht, wie laut das eingestellt ist. Ich habe keine Ahnung. Hier ist kein Volume-Dings, ich kann nichts einstellen, also oh, let's go. Ach so, das hier. Das hier ist der Anfang. Wir hören noch mal rein. Ich kann das nicht mal mitsummen. Ja, kann ich noch gar nichts. Wie soll ich denn da jetzt hier? Jetzt nur mal Interesse halber. Search for the artist. Also kann ich jetzt hier sagen, keine Ahnung, Backstreet Boys und dann. Wie? Ist gar nicht erlaubt. Achso, es gibt nur eine Auswahl oder was? Achso, aber Search for the Artist? Also sind Backstreet Boys einfach gar nicht am Start? Ich meine, es sind nicht Backstreet Boys, ist mir bewusst. Ich habe jetzt halt nur gedacht, ich kann irgendwas Typisches. Also Michael Jackson. Von Michael Jackson ist auch nur Billie Jean am Start. Nee, da ist noch mehr. Hä? Michael? Soweit ist Michael Jackson noch am Start und dann Michael weg. Ach so, wahrscheinlich, weil es von den. Ah, von den Buchstaben her. Ja, okay, keine Ahnung. Wir machen mal Skip und gucken mal, was passiert. Dann müsste mehr zur Verfügung stehen. Also Skip. Plus eine Sekunde? Ist das nur eine Sekunde? Stimmt, hier kommt eine Sekunde dazu. Das heißt, maximal kann man 16 Sekunden hören. Ich dachte, das ist der Anfang und dann wird's mehr. Ja gut. Dann hören wir doch mal in die zweite Sekunde rein. Es ist ein Fade-in. Ist super. Bester Fade-in. So, weiter. Ja, Nump. Hä? Ja, was, wie? Okay. Da, 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 da. Nein, stopp. Nicht, das können wir jetzt nicht anhören. Das geht jetzt nicht. Ja, okay. Gut, ja, das war Hördel. Okay. Why not, ne? Gehen wir wieder zu unserer Cumu-Playlist und let's go. Oh, Ahead in Time Musik, so gut. So ein gutes Spiel. Habe ich auch Let's Played, gerne anschauen. So. Also, ihr könnt gerne mal sagen, was ihr von Hördel haltet. Es erscheint mir jetzt, also gerade die ersten Sekunden, wie soll man denn an einem Fade-In erkennen, was das für ein Lied ist? Ja, keine Ahnung. So, was war unser Buchstabe? D. Nee, U. Okay, übrigens, gestern hat's erkannt. Ich habe doch hier so gemeint. Oh, abs Gold war das L dabei. Play so. Am I a joke to you? Okay. Also. Under. Zack.
Okay. Ein paar Treffer, aber nicht alles gut getroffen. Dann nehmen wir die Coins. Da ist das N auch an einer anderen Stelle. Das ist ganz gut für die anderen Ns. Ich mag Coins als zweites Wort eigentlich. Es ist immer, es bietet sich immer so gut an. So. Und dann haben wir. Wir müssen, wir können noch unseren Ghost können wir eigentlich noch machen. Dann haben wir das O wieder an einer anderen Stelle. Ja. Dann haben wir auch das G, H und das T drin. Und das S ist auch noch mal gut kontrolliert. Ja, komm, wir machen den Ghost noch. Das ist auch immer sehr praktisch. Zack. Okay. So. Jetzt haben wir CHS. Okay, was kann da denn dazwischen sein? Also kann ja nicht Chose sein. Chess geht auch nicht mehr. Was kann denn zwischen CH und S noch stehen? Jay. Also Chas. Und dann. Jay-Z, gibt's das? Nein. Chess gibt's auch nicht. Shaza. Chesk. Chasm. Das sowas gibt es? Chasm? Okay. Ja, und ich habe auch aufgehört, die Wörter nachzugucken, weil es irgendwann zu viele Wörter sind, die man nachgucken könnte. Bin da gerade nicht so motiviert. Okay, wir probieren Chasm aus. Dann haben wir nämlich das A und das M auch gleich noch am Start. Warum nicht? Und vielleicht trifft es ja auch gleich. Jawollo. Gut. So, Wort 2 ist noch nicht so nützlich. Okay. Allerdings ist Wort 3 haben wir schon alle Buchstaben, nämlich Nidok. So, die Frage, okay, gibt es Nidok? Nee, Quatsch. Doing würde gehen. Doing, nee, geht nicht. Ingot? Nee, würde gar nicht gehen. Oh, nee, da darf das I nicht hin. Hä, was wird das? Also, ich muss ja nur die Buchstaben jetzt kombinieren. Ich habe ja alle Buchstaben. Interessant. Also, ich könnte starten. Ja, mit allem außer mit dem G. Entschuldigung fürs Scannen. Es geht gerade nicht anders. I'm sorry. Ah, Doing. Nee, geht auch nicht. Dion. Nee, geht auch. Was will der von mir? Wir starten mal mit N. So. Nie. Also, Nigot gibt's nicht. Nidok gibt's. Also, dürfte auch gar nicht gehen, weil das D da nicht ist. Aber nach N kann eigentlich nichts an. Also, das O könnte noch. Ah, nee, das O kann nicht. Okay, machen wir mal das I jetzt hin. Ignot oder Igndo ist alles Blödsinn. Ich bin echt gespannt, wie das kombiniert wird. Ich bin lost. Okay, mit N können wir auch nicht starten. Starten wir mal mit D. Dann kann jetzt das I kommen. Was fehlt jetzt noch? Das NGO. Dingo. Dingo gibt es. Ich nehme das jetzt, das wird's sein. Ja, wow. Keine Ahnung, was das ist. Dingo. Ich sollte wieder anfangen, Wörter nachzugucken, ne? Ich merke schon, das ist. Könnte interessant werden. Dingo. So. Dann haben wir CA irgendwas ER. Da kann jetzt auch nicht so viel dazwischen kommen. Caper würde gehen. Käfer wahrscheinlich. Ja. Kaya? Nee. Kayla? Nee. Caker? Nee. 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 Caber würde auch gehen.
Also wir hätten Caper, wir hätten Caber, wir hätten, was war das andere, was ich gerade hatte? Käfer, ne? Okay, sind drei, die ich jetzt nicht anfange zu raten. Es wäre aber V, B und P. Wenn ich irgendwie V, B und P noch eingebaut bekomme in andere Wörter, wäre das ziemlich gut. Okay, so, was haben wir jetzt? IN ist da, S ist auch irgendwo, G ist irgendwo. Okay, das sollte doch hinzukriegen sein. S am Anfang vielleicht. Sting? Nee, TG ist nicht dabei. Gibt es Sping? Sping gibt es nicht. Sling! L. Ja, es wird das L sein. Ziemlich safe wird es das L sein. Ja, Sling. Genau. Treffer versenkt. Oh, das hat mir jetzt. Oh, das hat mir bei Wort 2 jetzt einiges erbracht. Und zwar das S, das L. Dann ist Sle. Und dann kommt kein E und dann kommt ein T. Slept. Jetzt hätte ich das P zum Kontrollieren. Sehr gut. Nehmen wir gleich mit. Nehmen wir gleich mit, dann können wir gucken, ob es Caper ist. Es ist Caper. Stark. Rein damit. So. Okay. Wort 6. Ist auch schon fast alles da, ne? Inner steht schon da. Und das M ist auch schon am Start, also meiner. Alles vorhanden. Zack. Zwei Wörter noch und vier Guesses übrig. Das sollte doch funktionieren. So, wir haben ein A, ein H, ein E, ein T. Okay. Mehr noch nicht. Also ist halt der vierte Buchstabe, der fünfte Buchstabe fehlt. Bei dem anderen haben wir ein R, ein A, ein O. Okay. Dann gehen wir erstmal zu dem Wort 7. TA. Aber dann wüsste ich nicht. Nee. HA. Gibt es Heath? Nein. Die Überlegung ist halt die, es könnte natürlich sein, dass ein Buchstabe doppelt ist. Ne? Das ist natürlich möglich. HA? Nee. Aber so sehe ich das nicht. Da gibt es Hafte. Gibt es irgendwas H und dann TE? Hate? Horti? Hackte? Wüsste ich nicht. Hepte? Hexte? Okay, dachte ich mir schon. H-E. Ach nee, das A muss ja da stehen. Okay, das A ist fest, genau. Das A ist an der Stelle fest. Ich würde jetzt vermuten, der erste Buchstabe ist der Unbekannte. Dann probieren wir mal, was danach ist zu bauen. A-T-H-E. Das wäre vielleicht denkbar. Gibt es Bath? Bath gäbe es. Gibt es noch mehr? Faith? Nein. Keith? Nein. Faith? Nein. Faith? Ich kann gar nicht, wie das aussprechen würde. Ich nehme jetzt einfach das hier. So. Komm, wir haben eh zwei Guesses, passt aber auch. Oh, und wir haben das B gewonnen. Strong. So, wir wissen jetzt schon, das O muss vierte oder erste Stelle sein. Das B ist nicht erste Stelle. Und wir hören mit R auf und irgendwo ist noch ein A. Wobei A auch nur noch vierte und erste Stelle sein kann. Okay, lass mal mit einem A starten. Ab. Und jetzt kommt ein Wort und dann OR. Wäre das denkbar? Abfor? Abwar? Abjor? Nee, fühle ich irgendwie nicht so. Also davon fühle ich irgendwie nichts.
Nee. Nee. Echt nicht. Machen wir mal ob. Obar. Obkar. Objar. Obwor. Obxar. Obwar. Nee, alles Quatsch. Nee, so auch nicht. Also das O muss halt entweder vor R sein oder am Anfang. Aber wenn das O am Anfang ist. Ach, warte mal, der zweite Buchstabe könnte auch unbekannt sein. Lass mal das O am Anfang und wir bauen mal alles dahinter. BAR wäre das dann. Obar. Oibar. Offbar. Uibar. Okbar. Oxbar ist alles Quatsch. Okay. Der unbekannte Buchstabe könnte natürlich auch die Mitte sein. Ah nee, das hatten wir gerade. Na, der Punkt ist der, wenn das O am Anfang ist, dann muss das A ebenso an der vierten Stelle sein. Und dann kann ich nur noch das B variieren. Dann habe ich entweder OB oder eben, wie ich es gerade hatte, O Buchstabe B. So, und beides haben wir festgestellt, ist irgendwie doof. Ne? Also kein O am Anfang, würde ich jetzt mal sagen. Wenn O aber nicht am Anfang ist, muss O vor dem R sein. Wenn O aber vor dem R sein muss, muss A am Anfang sein. Ganz einfaches Ausschlussverfahren. Also machen wir jetzt A und dann Bor. Oh, Arbor. Klar. Klar. Arbor. Okay. Mich interessiert Chessem. Ich glaube, ist Chessem irgendwie. Chessem sagt mir schon was, aber ich kriege keine Verbindung hin. Und mich interessiert Dingo. Dingo und Chessem interessiert mich. So, wo ist mein Google? Ach ja, und ich möchte ab jetzt immer, weil ich es gerade sehe, ich möchte ab jetzt immer bei Semantlich nur gucken, was das Wort vom letzten Mal war. Das habe ich gestern leider nicht gemacht und das Wort beim letzten Mal war einfach nunmehr. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, wie? Wie soll man das erraten? So, was wäre das Wort gestern gewesen? Assistent. Okay, das ist ein Wort, da hätte man vielleicht irgendwie. Also, das ist zumindest ein machbares Wort. Kein nunmehr. Aber ja, ich spiele semantlich nicht. Ich wollte nur kurz auf das Wort gehen. So, haben wir irgendwo Google offen? Kann ich irgendwo eben kurz mal Google nutzen? Okay, dann muss ich euch mal ganz kurz hier Blackscreen verpassen. Zack. Und irgendwo mal fix Google öffnen und es darüber schieben. Oh nee! Jetzt habe ich hier wieder meine Tabs voll. Schlecht. Wo ist jetzt mein Google-Tab? Nein, wo ist. Oh, ich hasse das, wenn die Tabs voll sind. Wie viel Müll habe ich offen? Ja. Alter, wo ist das Google-Tab? Moment, wir haben es gleich. Da haben wir es. So, und das schiebe ich jetzt. Kann ich das nicht verschieben? No!
Ich will das ver... Nein, ich will das doch nur verschieben. Ist jetzt schlecht. Ich muss irgendwas zumachen. Mach ihn schnell mal zu. Ja, das kann man mal zumachen und dann sollte es schon auftauchen. Ja, da ist mein Google Tab. So, komm her, du bleibst ab jetzt hier, dann habe ich dich immer zur Verfügung. So, okay. Dann tippen wir einmal ein. Dingo, ich weiß, ihr seht noch nichts. Aber gleich. Ah, das ist ein Hund oder ein Wolf oder so. Warte hier, Dingo ist ein Haushund. Zack. Dann wird es auch im Englischen ein Haushund sein, ne? Weil, warum nicht? Dingo, die wilden Hunde aus Down Under. Wer ist der oberste Dingo? Habe ich wieder nicht gewusst, siehst du? So, aber wir können trotzdem mal kurz Dingo Englisch. So. Ja, da heißen die auch Dingo. Okay. Können wir mal den Übersetzer direkt. Warum ist da. Okay, machen wir so: Übersetzer. Zack. Perfekt. So. Dingo wird Dingo sein, ne? Genau, ist ein Hundi. Hundi. So, Chessem, das ist irgend so eine Art, ah nee, siehst du, ich habe an was anderes gedacht. Ich glaube, ich habe an Charm gedacht. Ja. Chessem ist eine Kluft. Abgrund. Okay. Jo, meinetwegen. So. Gehen wir zu Quintessential. Was haben wir da heute bei Quintessential? Crime. Oh, okay. Okay. Da wird bestimmt einmal Death vorkommen. Vielleicht Thief? Gibt es schon Sinn von den Sachen, die da. Okay, da unten haben wir F, A, D. Die stehen schon fest. Das könnte da hinkommen. Weiß ich noch nicht. A und U steht auch schon fest. Weiß ich auch nicht. T und G ist hier nicht richtig. Aber kommt in dem Wort vor. Boah, ich habe diesmal echt noch keine so richtige Ahnung, ne? Das R hier oben ist auch richtig, aber nicht da. Ich meine, Srin kann ich mir fast nicht vorstellen. Srin. Wenn es aber Srin nicht ist, dann müsste es ja das R hier hin. Ich hätte auch noch hier ein R. Dann würde ich fast jetzt erstmal dieses R nach hier schieben. Mal gucken. Ja, genau, da ist nämlich das T hier auch richtig. Sehr gut. So. Oh, soll das Arsen werden? Oh, das könnte Arsen werden. Das könnte Arsen werden da oben. Jetzt ist die Frage, welches R? Okay, Fra. Fra könnte ich mir vorstellen. Fraud, das hier wird Fraud. Dann passt das. Hier, zack. Und das wird sie jetzt mit dem U vertauschen. Zack. Und dann haben wir nämlich jetzt das E hier. Zack. Kein Arsen, scheiße. Arsin? Denn, jetzt ist es natürlich doof, dass ich das verschoben habe, weil das war ja da oben. Ich schieb's mal wieder zurück, dass die nachher passen. Dann kann sie nur Arsin sein, aber wohin will das S? Will das S hier hin oder will das S hier hin? Warten wir mal noch ab. Jetzt haben wir hier. Alt. Ba. Baint. Gibt es Baint? Oder Saint? Oh
Aber dann würden die nicht passen. Gilt! Hier oben ist Gilt. Hier oben ist Gilt. Guilt. Okay, L und T vertauschen. Zack. So. Dann haben wir jetzt nämlich G und L vertauschen. So. Und dann muss hier ein I rein. Die Frage ist, welches I? Was soll da unten für ein Wort rauskommen? A, irgendwas, U und dann irgendwo ein B. Nee. Also, hier kann eigentlich nur das S hin. Asu. Asu. Nein, Abuse. Oh mein Gott, hier unten kommt Abuse. Das heißt so, zack, so und so. Jetzt. Oh, ich bin. Ah, ich bin lost. Wie habe ich es jetzt eigentlich geschafft, dass ich noch drei verschieben? Hä? Müsste ich nicht? Ah, nee, passt schon. Ich bin dumm. Arson muss hier oben hin. Ja, ich hab's. Ach, jetzt habe ich es so vertauscht, dass ich nochmal zwei Züge brauche. Naja. Okay. Ja, war nicht perfekt. War nicht perfekt, aber wir haben es geschafft. Arson gilt. Taint, Abuse und Fraud. Ja, ergibt Sinn. Das sind schöne Qualmwörter. Gut. Nördel. Wo ist ein Nördel da? Da ist ein Nördel. Okay, let's go. Minus 9. Plus 2 mal 6 ist gleich 3. Okay. Am Ende steht eine 3, aber es ist nicht die einzige 3. Also ist nur die einer Stelle eine 3. Die 2 kommt hier tatsächlich vor. Es gibt kein Plus, kein Mal, aber es gibt ein Minus. Es gibt keine 9, es gibt eine 6. Okay. Ja, das ist noch nicht so viel. Dann bauen wir doch mal das Offensichtlichste. Was weiß ich? 64. Quatsch. Geht schon los. 65 minus. Jetzt wird was abgezogen mit einer 2, zum Beispiel 22. Und dann wäre das gleich 43. So, wäre aktuell alles erlaubt, ne? Insofern einfach mal ausprobieren. Okay. Das Minus steht an der richtigen Stelle. Die 6 immer noch nicht. Keine 5, keine doppelte 2, keine 4. Vielleicht kriegen wir es jetzt hin. Wenn es allerdings hier keine 5 ist. Ja gut, ist ja klar, wenn ich. Ja, okay. Dann könnte es zum Beispiel 76 sein. Dann müsste ich davon nämlich wieder was mit einer 3 abziehen. Ne? Also minus 23. Jetzt käme allerdings 53 raus und die 5 ist ja nicht dabei. Kann also nicht sein. Dann könnte es 36 sein. Nee, weil dann müsste ich ja. Doch, ich könnte, doch, könnte. Wäre denkbar. Dann muss ich 23 abziehen und dann käme 13 raus. Habe ich jetzt alles drin, was. Also ist jetzt alles erlaubt? Es gibt noch einige Möglichkeiten. Ich denke, wir werden es noch nicht sofort hinkriegen. Ich habe, glaube ich, bisher nichts falsch gemacht. Ich glaube, ich habe bisher nichts falsch gemacht. Oh, das war es sogar. Ich würde aber fast vermuten, dass es da weiter oben noch mehr Möglichkeiten gegeben hätte. Aber bin ich sicher, vielleicht auch nicht. So 86 minus, was weiß ich, 33 zum Beispiel wäre auch halt gegangen. Nee, wäre nicht gegangen. Aber 86 minus 63 wäre vielleicht gegangen. Wobei, ich glaube, dann haben wir. Nee, dann ist ja da keine 2. Ich muss hier 2, 3 abziehen. Na, vielleicht wäre gar nicht so viel gegangen. Kann schon sein. Ist ja auch, ja moin. Ist ja auch egal. So. Global.
Zack. Ein Wort mit D. Nee, was war's? Hatten wir D? Nee, wir hatten U. Okay, ein Wort mit U. Ein Buchstabe mit U. Uruguay. Uruguay. Das war nix. Uganda. Okay, das ist jetzt ein bisschen farbig, das ist nicht so gut. Weil dann haben wir wieder hier irgendwas. Oh je. Okay, lasst mal Äthiopien probieren. Wie auch immer man das schreibt. Wahrscheinlich ETH, ne? Äthiopia, hm. Aber es reicht nicht. Also es geht nicht in die Richtung scheinbar. Dann geht es in die Richtung hier runter. Okay, dann müssen wir mal Namibia probieren. Mal Namibia ausprobieren. Ah, ist auch noch nicht so die Richtung. Oder ist es schon wieder zu... Hm. Machen wir mal Burundi. Nee, das ist alles noch nicht. Dann vielleicht mehr in die Richtung. Dann vielleicht mehr in die Richtung. Machen wir mal Nigeria. Aha. Oh nee, jetzt sind die ganzen Dinger hier am Rand. Oh nein. Die ganzen Teile hier am Rand. Gambia. Das sieht mir eher nicht so nah aus. Nigeria war noch am nächsten. Jetzt ist schon wieder die Karte gefreezt. Nigeria war noch am nächsten. Dann gehen wir doch mal noch ein bisschen weiter hoch. Libya. Wobei das ist, glaube ich, schon wieder zu... Oh! Gar nicht mal zu weit. Okay, dann ist hier drüben. Was ist denn hier drüben? Sag schnell. Algerien ist da. Wie schreibt man das? Algeria. Nice. Okay. Das da drüber, das hier wäre Libyen. Also das, mittlerweile weiß ich das wieder ein bisschen besser. Okay. Ja, ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen. Gut, dann belassen wir es dabei. Ich habe schon wieder leichte Kopfschmerzen. Ich muss jetzt nicht noch länger aufnehmen. Ich denke, das Wichtigste haben wir gemacht. Hurdle ist interessant, aber ich denke mal, man wird es niemals auf die erste Sekunde bekommen, wenn die erste Sekunde ein Fade-In ist. Ja, danke fürs Zuschauen. Und tschüss.